Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man solch ein 360-Grad-Video aufnimmt und natürlich auch bearbeitet. Dafür habe ich jetzt hier einfach die Insta360 in meinem Fall auf ein kleines ferngesteuertes Auto draufgepackt, hinten mit einem GoPro-Mount ganz einfach. Und übrigens, das Auto ist eigentlich auch eine coole Sache, habe ich auch ein Review zu gemacht. Kriegt man für unter 25 Euro, ist so ein Lego-Bausatz, halt nicht von der Marke Lego, sondern von Kader. Aber ist eine coole Sache und genau das werde ich heute hierfür nutzen. Ich muss nur eben ganz kurz die Spur noch ein bisschen einstellen, weil beim letzten Mal, als ich das Review hierzu nämlich gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass der so einen leichten Drall hatte. Und so, jetzt habe ich die Spur ein bisschen besser eingestellt. Und genau, dann wollen wir heute das Review hier mal angehen, wie man quasi mit so einer 360-Grad-Kamera Material aufnimmt und wie man das dann am Ende auch bearbeitet. Ja, zum Aufnehmen würde ich sagen, erstmal machen wir hier das Autochen an. Das machen wir hier unten, indem wir den Schalter auf On setzen. Dann gehe ich jetzt hier bei der Fernbedienung auch auf On und jetzt kann ich hier quasi schon Gas geben, wie man sieht. Und jetzt machen wir natürlich die Insta360 an. Das machen wir, indem wir hier ganz einfach den großen Button lange drücken. Und dann gehe ich jetzt hier unten mit dem kleinen Button, gehe ich auf Video. Und dann würde ich sagen, können wir hier einfach auf den großen Knopf drücken. Und jetzt nimmt die 360-Grad-Kamera schon auf. Ne? Das heißt, jetzt können wir das, ihr müsst halt nur vorher gucken, dass die Linsen vorne und hinten, in dem Fall jetzt hier vorne und hinten, natürlich sauber sind. Und jetzt setzen wir das Ganze mal hier auf den Boden ab. So. Und wenn das Auto jetzt quasi jetzt schon läuft, also beziehungsweise das Auto, die Kamera läuft und das Auto kann jetzt schon fahren, dann können wir jetzt hierher gehen und können einfach ein bisschen durch die Gegend fahren. Das macht riesen Spaß, ich sag's euch Leute, also mit so einem Elektro, ganz ehrlich, da werde ich wie so ein kleines Kind wieder. So Leute, und nachdem ich dann bemerkt habe, dass ich für 5,7K leider eine SD-Karte genommen habe, die leider zu langsam war, um das Ganze speichern zu können, habe ich jetzt das Ganze in 4K aufgenommen, bin jetzt nochmal 3 Minuten damit durch die Gegend gefahren, so ungefähr, oder 2 Minuten irgendwas. Und ja, ich denke mal, das sollte als Beispielmaterial auf jeden Fall ausreichen, um hier euch mal zeigen zu können, wie man das Ganze in der Bearbeitung macht. Wir werden das Ganze in 2 Varianten machen. Einmal wird es in diesem Video natürlich eine zusammengeschnittene Version des Materials geben, was wir jetzt hier mit aufgenommen haben, mit Musik unterlegt und so weiter und so fort. Wir werden aber auch in diesem Video noch quasi eine 360-Grad-Version dieses Bildmaterials schneiden. Das bedeutet, wir haben quasi einmal die Möglichkeit, dieses 360-Grad-Bildmaterial im Schnittprogramm so zu bearbeiten, dass wir quasi immer sagen, okay, wir möchten jetzt genau das sehen, wir möchten jetzt das sehen, wir möchten jetzt das sehen, ja. Das kann man zum einen machen, man kann aber auch einfach hergehen und kann das Ganze so machen, dass man dem Benutzer selbst die Möglichkeit gibt, selbst auszuwählen, was er jetzt gerade sehen möchte. Entweder indem er sein Handy so hin und her bewegt, ne? Ähnlich wie, gut, ich nutze jetzt hier ein Stativ von Snopper jetzt in dem Fall, damit ich jetzt hier quasi mich so bewegen kann. Das ist eine Gesichtserkennung und damit folgt mir die Kamera quasi immer dahin, wo ich jetzt hinlaufe. Aber ungefähr so müsst ihr euch das mit dieser 360-Grad-Kamera vorstellen. Ihr bewegt euer Handy und könnt damit selbst den Bildausschnitt bestimmen, den ihr gerade sehen möchtet. Und das können wir hier mit diesem Bildmaterial machen. Also wir haben quasi 2 Bearbeitungsmöglichkeiten. Einmal quasi jetzt im Schnitt zu sagen, okay, wir möchten dem Zuschauer jetzt quasi genau das jetzt zeigen oder das zeigen oder das zeigen, ja. Oder wir können natürlich auch hergehen und können dem Zuschauer sagen, okay, wir laden das komplette 360-Grad-Video hoch und der Nutzer kann selbst, beziehungsweise der Zuschauer kann selbst entscheiden, was möchte er sich denn jetzt angucken. Die Batterien sind hier noch ein bisschen voll. Deswegen werde ich jetzt vermutlich noch mal ein bisschen, ja, vielleicht bis nach Hause damit noch fahren. Ich versuche es jedenfalls ein bisschen noch, die Batterien ein bisschen auszureizen, weil ehrlich gesagt, ich bin, ja, ich bin zwar erwachsen in Anführungszeichen, aber ich bin ein großes Kind. Ich habe echt Spaß daran, hier mit rumzufahren. Ich werde die Kamera jetzt auch noch mal anmachen und auf dem Nachhauseweg vielleicht noch mal das ein oder andere Material filmen, mal gucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich am Rechner, während wir das Ding hier bearbeiten.
So, angekommen am Computer müssen wir jetzt hier einmal die Kamera hier quasi einfach abschrauben. Das ist jetzt quasi einfach hier dieses, ja, ich habe ja hier quasi einfach so ein Stativ mit so einem GoPro-Mount hier einfach dran gebastelt. Und dann haben wir hier die Kamera. Das Auto kann erstmal hier auf die Seite. Und jetzt müssen wir hier einfach die Speicherkarte einfach unten hier wieder entnehmen. Zack, bumm, bang. Haben wir die draußen. Übrigens die Kamera niemals so einfach auf den Tisch legen. Ich habe jetzt hier so ein Mauspad, wo ich das so drauflegen kann. Das ist immer sauber, da achte ich drauf. Und dann habe ich jetzt hier in dem Fall so eine kleine, USB-Verlängerung, wo ich jetzt hier so ein, hier in dem Fall von Kingston, ja, einmal für Micro-SD-Karte und einmal für normale SD-Karte. Und dann kann ich das jetzt hier schon mal so reinstöpseln. Und dann gehen wir mal auf den Computer. Dann seht ihr jetzt hier auch schon, kriegen wir hier sofort den Ordner geöffnet, so Camera, und haben hier ein paar Dateien. Das können wir hier schon mal jetzt in dem Fall einmal, ich klicke jetzt hier auf Ausschneiden. Hier seht ihr schon direkt, was wir gleich brauchen, aber machen wir jetzt erstmal hier Insta360 Test Footage, so nennen wir den Ordner jetzt hier, und packen jetzt hier die ganzen Dateien rein. Ich erstelle jetzt hier schon mal einen weiteren Ordner, den nennen wir Render. Weil so, ja, da kommt dann später das ganze bearbeitete Material rein. Das dauert jetzt hier schon mal ein bisschen. In der Zwischenzeit erkläre ich euch jetzt hier erst nochmal was anderes. Und zwar folgendermaßen. Ihr könnt hier auf der Webseite von Insta360, ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung, einmal die Software Insta360 Studio 2019 runterladen. Das Ganze gibt es hier einmal für Windows, für macOS oder hier auch für LUT. Was auch immer LUT ist, wahrscheinlich ist das Linux oder sowas. Oder... ich habe keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall gibt es für Windows und für Mac. Also auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Das heißt, hier einfach herunterladen, installieren und dann bekommt ihr diese Software hier. Ich öffne sie mal ganz kurz für euch. So sieht das Ganze aus. Ist im Prinzip eigentlich schon ein vollwertiges Schnittprogramm. Wir können hiermit eigentlich schon auch so ein bisschen schneiden, so ein bisschen auswählen. Das heißt vollwertiges Schnittprogramm. Also es lohnt sich natürlich noch ein richtiges Schnittprogramm zu haben, aber hiermit hat man schon mal ein bisschen Bearbeitungsmöglichkeiten auf sein Videomaterial. Was man hiermit leider nicht machen kann, ist zusätzlichen Ton hinzufügen, wie zum Beispiel Musik oder hier so ein Voice-Over oder sonst was. Das ist halt hiermit problematisch, das geht hiermit nicht so gut, beziehungsweise gar nicht. Jedenfalls habe ich die Möglichkeit dafür noch nicht gefunden. Genau, das brauchen wir einmal als Software. Und, also da, diese, ihr braucht quasi für diese Software braucht ihr nur, also wenn ihr quasi kein 360-Grad-Video hochladen wollt, sprich, dass der Zuschauer die Möglichkeit hat, das Bild zu drehen, dann braucht ihr nur diese Software. Also wenn ihr das nicht so machen möchtet. Wenn ihr aber euren Zuschauern die Möglichkeit geben möchtet auf YouTube, dass man das Bild so drehen kann, also ich kann euch da ja mal hier als Beispiel, gehen wir mal auf smedia.click/YouTube, und dann sind wir auf meinem eigenen YouTube-Kanal, wenn das alles richtig funktioniert, jawohl. Und wenn wir jetzt hier auf Videos gehen, dann haben wir hier das 360-Grad-Video. Nur um es euch mal ganz kurz zu zeigen, was ich meine, machen wir den Ton hier mal komplett aus, so, Anzeige überspringen. Und ist jetzt natürlich ein bisschen hakelig, weil ich noch nebenbei am Aufnehmen bin. Also stellen wir hier einfach mal anstatt auf 5K, stellen wir einfach nur mal auf 1000, auf 4K, das reicht. Wir haben sowieso jetzt aktuell hier das nur in 4K aufgenommen, aber ihr seht, was ich jetzt meine. Ich kann jetzt hier quasi live das Bild einfach hier so bewegen und drehen. Das, um das, diese Möglichkeit euren Zuschauern geben zu können, müsst ihr noch eine weitere Software runterladen. Ja, okay, ist jetzt hier fertig, wunderbar. Und zwar seht, ich verlinke euch beide Links, einmal hier quasi support.google.com/YouTube und so weiter und so fort. Hier kriegt ihr quasi alle Infos, was ihr braucht, um 360-Grad-Videos auf YouTube hochladen zu können. Steht hier auch alles ganz gut beschrieben, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, also quasi einmal ein Video erstellen, dann müsst ihr den Upload vorbereiten und Schritt Datei hochladen, ne? Also quasi Upload vorbereiten. Dafür braucht ihr nämlich hier dieses Video 360 Video Meter, und das ist dieses Programmchen hier, was ihr auf GitHub runterladen könnt. Und dann müsst ihr einfach hier unten gucken, für welches System. Ne? Einmal für Mac gibt es das auch und einmal für Windows. Die anderen hier unten, das braucht ihr nicht. Ihr braucht quasi entweder hier nur Win für Windows und Mac für Mac. Ne? Diese Datei ladet ihr euch dann jeweils runter, entpackt diese Datei.
Dann bekommt ihr hier diesen Ordner, 360 Video, und dann ist diese kleine Datei da drin. Ich kann das ja mal kurz öffnen, dann zeige ich euch das mal. Ist ein ganz simples Programm, ne? Also quasi hier kriegt ihr dieses kleine graue Fensterchen und könnt dann hier einfach hier hingehen, My Video, ne? Also quasi ihr wählt dann hier einmal die Datei dann Ausgleich und dann könnt ihr hier ein Häkchen reinmachen. Und das ist eigentlich das Einzige, was für euch wichtig ist, weil die Insta360 macht ein 360-Grad-Video. Das ist nichts mit 3D und das ist auch nichts mit irgendwie so einem Audio, der dann auch noch so dreidimensional um einen herum ist. Das ist tatsächlich einfach nur hier das oberste Häkchen. Dann klickt man auf Inject Metadata, es wird eine neue Datei erstellt und das war's. Das zeige ich euch aber alles später noch hier in diesem Video. Und unten in der Videobeschreibung werden wir dann auch das 360-Grad-Video, was wir in diesem Video hier bearbeiten werden, auch noch euch zeigen, ne? So, dann müssen wir einmal hergehen. Wir haben jetzt hier quasi ja dieses Footage uns schon mal erstellt. Ich packe den Ordner hier oben hin und wir haben jetzt hier das Programm schon mal öffnet. Ich mache es aber nochmal zu, damit ihr seht, wie einfach das hier tatsächlich ist. Wir können nämlich einfach hier Doppelklick auf dieses Material machen. Jetzt ist hier am Anfang das Problem, ich habe jetzt quasi hier immer nur so ein paar Minuten aufgenommen. Das ist jetzt hier das 5,7K Material. Da war meine Speicherkarte, wie gesagt, leider ein bisschen zu langsam für. Aber ihr seht hier schon mal, das ist quasi das gesamte Bild. Das machen wir jetzt hier nochmal aus. Und stattdessen habe ich hier unten die letzten zwei Aufnahmen. Also die hier sind leider alle ein bisschen kurz. Diese letzten zwei Aufnahmen sind in 4K aufgenommen. Ist immer noch relativ gute Qualität, halt ein bisschen weniger. Aber da hatte die Speicherkarte, weil ich habe leider eine Speicherkarte genommen, die zu langsam war. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal eine, die auf jeden Fall schnell genug ist, die hier auch von Insta360 selbst mit verschickt wird. Die gibt es auch in verschiedenen Speichergrößen, nur dass ihr da auf jeden Fall die richtige habt, weil ansonsten ärgert ihr euch, so wie ich mich heute geärgert habe. Ich war nämlich schon draußen und ich hatte keine andere Speicherkarte dabei, ich wollte aber das Video aufnehmen. Ne? Also da muss die auf jeden Fall schnell genug sein, weil ansonsten sagt die Kamera, ich habe hier so viele Daten, aber die Speicherkarte schreibt gar nicht so schnell, dann ärgert ihr euch. Ne? Also diese zwei sind jetzt in 4K aufgenommen, dafür war die Kamera schnell genug, beziehungsweise die SD-Karte schnell genug. Und ja, also öffnen wir mal das hier, weil das andere war ja quasi das Footage, wie ich dann nach Hause gefahren bin. Aber das hier ist unser Testmaterial. So, ihr seht hier immer noch, es ist immer noch eine sehr gute Qualität. Sieht jetzt so ein bisschen komisch aus, ne? Wenn ihr das so das Ganze seht. Auf jeden Fall hier auch schönes Wetter, schöner Himmel und. Also es sind richtig schöne Aufnahmen geworden, wie ich finde. So sieht das jetzt halt nur ein bisschen komisch aus. So, aber wenn ich jetzt hierher gehe und klicke von View, das Ganze hier auf Free Capture, dann seht ihr plötzlich, wird das Bild zu einem normalen Bild gemacht. Und jetzt kann ich hier auch quasi einfach hergehen und kann mir hier 360 Grad mäßig das Bild mit der Maus so drehen, wie ich gerade möchte. Ja, kann ich mir hier das Stativ angucken und so weiter und so fort. So, und jetzt können wir hier, jetzt zeige ich euch quasi erstmal, beziehungsweise machen wir es einfach. Wir machen es ganz einfach. Wenn ihr quasi einfach das Ganze als 360-Grad-Video rausrendern möchtet, bleibt ihr einfach auf View. Ihr ändert hier quasi gar nichts. Ihr könnt hier wenigstens, ja, ihr könnt Log Direction machen. Das ist quasi im Grunde genommen, dass der immer eine bestimmte Sache fixiert, also eine bestimmte, ist halt, wenn ihr euch selbst filmt. Dafür ist Log Direction meistens sehr gut, weil dann guckt die Kamera eigentlich schon immer so, dass sie so auf euch guckt, beziehungsweise dass sie halt eine Richtung weiterhin filmt. Also beziehungsweise, wenn ihr jetzt, sage ich mal, die Kamera so vor euch haltet, ja, und dann guckt bei Log Direction, wenn quasi ihr dann die Kamera so dreht, ja, dass sie quasi nicht mehr so die Linse zeigt, sondern nach da, dann dreht die Kamera dieses Video mit. Wenn ihr aber Log Direction aus habt und ihr macht quasi so hier, dann guckt die Kamera weiterhin nach da, obwohl die Linse jetzt nach da zeigt. Ist ein bisschen komisch. Also ich würde Log Direction auf jeden Fall anmachen. Genau. Und dann könnt ihr hier im Grunde genommen schon auf File, Export Process klicken. Beziehungsweise nicht Export Process, sondern hier auf Export B. Und dann werden erstmal die Sachen hier gespeichert und dann könnt ihr hier dann auswählen. Das ist jetzt für 4K die Einstellung, 3840x1920. Könnt hier noch auswählen, anstatt Originalbitrate würde ich euch immer empfehlen, Superb auszuwählen mit 150 Mbits. Das ist auf jeden Fall sinnig. Könnt hier noch auswählen, wo soll das Ganze hingespeichert werden, zum Beispiel auf den Desktop. Ne, und dann klickt ihr hier im Grunde genommen einfach auf OK. Hier könnt ihr schon ungefähr die Dateigröße sehen. Klickt einfach auf OK und das können wir hier an der Stelle schon mal machen. Dann haben wir das schon mal fertig sozusagen. Ne? Klicken wir einfach hier auf OK.
ist jetzt quasi halt dann die Bearbeitung einfach so. Ne? Also man kann quasi das Ganze dann noch im Schnittprogramm bearbeiten und kann noch ein bisschen Ton dazufügen. Zeige ich euch aber alles gleich noch. Ich werde es jetzt hier in meinem Fall dann gleich mit Premiere Pro machen. Aber ja, warten wir erstmal kurz, bis das hier fertig ist, weil das ist quasi nur für das 360-Grad-Videomaterial. Wenn das hier fertig ist, zeige ich euch den weiteren Schritt dafür. Und nachdem wir das dann fertig haben, zeige ich euch, wie ihr quasi für den normalen Videoschnitt dieses 360-Grad-Bildmaterial verwenden könnt. Bis gleich. So, nachdem das dann hier fertig ist, können wir hier, sehen wir, finished und so weiter und so fort, könnten wir jetzt hier sofort den Ordner öffnen und würden jetzt hier dann das Bildmaterial sehen. Aber wenn ich das jetzt hier so schon mal öffne, ihr seht, jetzt kann ich das hier so ganz normal drehen. Ne? Ihr seht das? So funktioniert das jetzt schon mal. Ne? Weil es jetzt eben schon als 360-Grad-Videomaterial gerendert ist. Ne? So, hier unten können wir quasi so dann die Kamera selbst sehen. Ne? Können jetzt quasi so nach unten gucken. Können gucken, in welche Richtung, wo das Auto quasi hinfährt. Und genau. Ne? Können das Ganze jetzt hier wieder so schließen. Zack. Ja. Das ist jetzt im Grunde genommen dann das Videomaterial, was wir auch verwenden könnten, um jetzt damit weitere Sachen zu schneiden. Jetzt haben wir hier, müssten wir den Ton, glaube ich, auch mit drauf haben, wenn mich nicht alles recht entsinnt. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich meine Kopfhörer kurz hole. Gucken wir doch mal ganz kurz rein. Aber ich meine, warte, habe ich hier den richtigen Dings ausgewählt? Nee, habe ich nicht. Aha, genau. Jetzt höre ich es hier. Genau. Also jetzt hier hör ich jetzt hier auf jeden Fall den Ton auf dem Ohr. Also ihr hört ihn jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich das Mikrofon hier verwende. Genau, aber hier kann ich jetzt quasi das alles soweit schon mal dann hören. Genau. Das ist jetzt einmal das, was wir jetzt hier rausgerendert haben. So, das heißt, jetzt gehen wir einmal hierher. Das ist jetzt einmal dieses Material. Wenn ich jetzt hier quasi einen neuen Ordner, also eine neue Datei anlege, das heißt, ich öffne jetzt einfach Premiere Pro, sage dann jetzt hier neues Projekt, wähle jetzt hier einfach, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Hier Test-Footage und dann machen wir jetzt hier einen neuen Ordner. Premiere. Ne? Gehen da einfach rein und nennen hier das Testvideo einfach erstmal. Genau. Und dann habe ich jetzt hier extra 360 Grad Video und 360 Grad 5,7K. Wir haben jetzt aber hier 360 Grad Video ganz normal. Das heißt hier 3840 Höhe und 1920 von der Breite, 30 Bilder pro Sekunde. Ne, verschiedene Sachen jetzt hier. Hier nennen wir das Ganze auch wieder einfach Testvideo. Das können wir später einfach noch umbenennen, so wie wir möchten. Das ist jetzt hier das von den Einstellungen her. Könnt ihr jetzt hier gerne mal einfach kurz das Video pausieren, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr euch hier diese Sachen einfach übernehmen. Ne? Das sind jetzt hier meine Einstellungen für 360 Grad Videos. Genau, dann klicken wir hier einmal auf OK. Und haben jetzt das soweit schon mal erstellt. Und jetzt können wir hierher gehen. Und können dieses Video uns einfach hier reinziehen. Nee, halt, stopp. Genau. Es gibt nämlich noch eine Kleinigkeit jetzt hier zu beachten. Ich verwende nämlich hier die CS6-Version. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe keine Lust für die Premiere Pro einfach Geld zu bezahlen. Deswegen habe ich mir einfach über eBay die Adobe Premiere CS6-Version gekauft. Die kriegt man für um die 400 €. Verlinke ich euch gern auch nochmal unten in der Videobeschreibung zu eBay, wenn ihr möchtet. Weil man muss sich überlegen, für die Creative Cloud-Version, wo ich auch Photoshop alles drum und dran dabei habe, zahle ich jeden Monat knapp 60 €, wenn ich Photoshop, Premiere, After Effects, alles so mit dabei haben will. Und das ist mir echt ein bisschen zu viel gewesen. So habe ich einmal 400 € bezahlt oder 500 € sowas mit dem Dreh rum. Und das ist dann aber meins. Ja, das ist meine Software. So. Aber hier habt ihr quasi das Problem, dass diese MP4-Datei hier nur mit Ton reingenommen wird. Da gibt es aber einen kleinen Trick, den man machen kann. Und zwar gehen wir jetzt einfach hierher. Also,
Erstmal ganz kurz, bevor wir das bearbeiten, also wenn ihr keinen extra Ton dabei haben wollt, sondern einfach den Ton von der Kamera, so wie er jetzt ist, mit dabei haben möchtet, ist gar kein Problem. Dann können wir das nämlich schon ganz einfach machen. Dann nehmt ihr einfach diese Datei, so wie sie jetzt hier ist, wählt dann hier dieses Programm einmal aus, was wir von YouTube ja runtergeladen haben, also von GitHub, was extra für YouTube-Videos ist. Und dann gehen wir hierher, wählen hier Open, gehen auf den Desktop, sagen hier einmal, ich hätte gerne, na, nicht das hier, das Video, das ist ja das, was wir rausgerendert haben. Dann ist hier oben automatisch schon der Haken drin. Wenn nicht, setzt ihr ihn einfach rein, klickt auf Inject Metadata und dann YouTube 360 Original Sound, so nennen wir das jetzt einfach mal, ne? Klicken jetzt hier dann einfach auf Speichern, so, und dann bearbeitet das Programm das jetzt ein bisschen. Ihr seht hier, es steht jetzt eine neue Datei, YouTube 360 Original Sound. Das lasst ihr einfach ein bisschen durchlaufen. Das dauert ein bisschen. Ihr seht jetzt hier leider keine wirkliche Anzeige, wie lange das dauert. Lasst einfach das Ganze ein bisschen durchlaufen. Irgendwann ist diese Datei hier fertig und dann sieht das, kriegt ihr quasi auch so eine Vorschaubild wie jetzt hier. Jetzt aktuell ist es jetzt einfach nur wie so eine weiße Seite und ihr kriegt aber dann auch hier so eine Vorschau, wie man das jetzt hier sieht. Und dann sind die YouTube 360 Grad Metadaten auch auf dieses Video angewendet und dann könnt ihr einfach das Video hochladen. Und dann funktioniert das, aber das beim Upload, das zeige ich euch gleich dann auch nochmal. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ja hier das Ganze noch so bearbeiten möchtet, dass ihr zum Beispiel ein eigenes Voice-Over drüber legt oder dass ihr zum Beispiel mit einem separaten Mikrofon irgendwas aufgenommen habt, so wie ich jetzt zum Beispiel bei meiner Fahrradtour durch den Wald oder wenn ihr Musik drunter legen möchtet, ja, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Ganze nochmal in Premiere, wie gesagt, so reinzumachen. Und ich habe euch ja gesagt, da gibt es einen kleinen Trick. Ich gucke mal, ob ich hier nebenbei diese Datei nochmal kurz kopieren kann. Und zwar einfach packe ich diese Datei jetzt einfach nochmal hier in den Ordner Render rein. So, einfügen. Okay, er kann sie nebenbei noch kopieren, das ist gut. Denn hier verändern wir jetzt diese Datei, weil ihr habt ja eben gesehen, in Premiere, wenn ich das Ganze jetzt so bearbeiten möchte, dann zieht er mir, wenn das hier eine MP4-Datei ist, nur die Tonspur rein. Das hat was mit den Codecs zu tun. Braucht ihr euch gar nicht länger mit auseinanderfassen. Ich zeige euch hier einfach die Lösung, womit das auf jeden Fall funktioniert. Es gibt zwei verschiedene Lösungen. Könnt ihr mal beide probieren. Entweder ihr ändert das Ganze, beziehungsweise andersrum. Wir machen das Ganze, lassen wir erst nochmal ganz kurz auf MP4. Und ihr müsst nämlich erstmal eingehen und zwar hergehen. Und zwar müsst ihr hier oben auf Ansicht einmal klicken, dann hier rechts auf Optionen klicken, dann bekommt ihr hier dieses Fenster, dann hier wieder auf Ansicht und dann müsst ihr hier ein bisschen schauen, Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Ja? Dieses Häkchen macht ihr raus, weil dadurch seht ihr die Dateiendungen, die brauchen wir nämlich hier. In dem Fall sehen wir jetzt hier dann MP4. Ja? Und dann klickt ihr einfach hin. Geht hier hinten hinter den Punkt, also ne, Punkt MP4 stand da ja, und macht hier eine Punkt MOV-Datei draus. Klickt auf Enter, dann fragt er hier einmal, möchten Sie das wirklich machen? Ja, yep, machen wir. Und jetzt haben wir da eine MOV-Datei draus gemacht. Und jetzt passt auf, was passiert, wenn ich diese MOV-Datei jetzt hier in Premiere reinziehe. Bam! Ja, gut, Sequenzeinstellungen ändern können wir jetzt hier in dem Fall noch machen. Machen wir einfach mal. Jetzt ist das genau perfekt ans Bild angepasst. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier quasi einmal den Ton und wir haben das Bild. Ne? Ist jetzt hier natürlich ein bisschen hakelig, so sage ich mal. Aber wir haben alles mit dabei, was wir brauchen. So, genau. Und jetzt haben wir hier quasi einen 3-Minuten-Clip. Das muss auch übrigens genauso aussehen, wie das jetzt hier aussieht. Also das ist alles richtig so. Das soll genau so sein, wie das jetzt hier aussieht. Und dadurch, dass wir halt hier dieses Häkchen bei Lock Direction reingemacht haben, sieht das auch an und für sich eigentlich so ganz gut aus. So, jetzt können wir hier einfach mal hergehen zum Beispiel. Und das kann ich euch ja hier mal zeigen, ist ja kein Geheimnis. Und zwar SoundCloud. Bei SoundCloud, da hole ich mir immer meine lizenzfreie Musik. Ihr seht hier Free Music, Vlogs and Videos and so on and so on. Ich kann euch das auch gerne mal unten mit in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich mit dran denke nachher. Aber ansonsten seht ihr hier soundcloud.com/freemusicvlogs/tracks. Da seht ihr hier die ganzen
einzelnen Lieder. Und da kann ich mir jetzt irgendwas Schönes raussuchen, was jetzt hier für mich passend ist. Nee. Aber tatsächlich, ich finde immer die Lieder recht gut hier von Ixen oder sowas heißt der. Hier, Ixen, genau. Das sind meistens geile Lieder. Ja, es gibt hier verschiedene. So, ich habe jetzt hier eins gefunden, Scandinavians Sunburst. Das finde ich jetzt eigentlich relativ cool. Und wenn ich jetzt hier ein Lied gefunden habe, was ich jetzt hier relativ cool finde, kann ich jetzt hier einfach auf Free Download klicken. Dann komme ich jetzt hier einfach drauf. Scandinavian Sunburst steht jetzt hier dann auch schon dabei. Download now. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, wir hatten jetzt hier das Lied, klicken wir hier mal auf das Lied selbst drauf. Denn hier seht ihr das eigentlich Wichtige, mehr Anzeigen, hier unten License. Ja, das hier ist die Lizenz. Die müsst ihr einfach bei YouTube dann unten in die Videobeschreibung einfügen. Denn das hier bemächtigt euch dazu, dieses Lied in eurem Video verwenden zu dürfen. Gerade jetzt in Zeiten von Artikel 13 und, was jetzt demnächst kommt, haltet euch an solche Sachen. Schreibt sowas mit in eure Videobeschreibung rein. Wir möchten den ganzen Leuten zeigen, dass wir uns an solche Dinge halten möchten. Wir möchten uns an Lizenzvereinbarungen halten. Wir möchten Lizenzen hier nehmen. Das ist jetzt eine kostenlose Lizenz, aber dennoch müssen wir uns hier daran halten und diesen Text in unsere Videobeschreibung reinpacken. Das ist die Lizenz. Wir dürfen dieses Lied verwenden. Und da wird auch dann nichts geclaimed. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Diese Musik verwende ich schon seit Jahren. So, genau, das ist jetzt hier das. Ich habe das jetzt hier runtergeladen, auf jeden Fall schon mal. Ich packe mir ganz kurz das hier noch in... nee, das hier brauche ich nicht. Premiere, genau, hier packe ich mir das jetzt noch kurz rein. So, einfach hier packen, Ordner öffnen. Ja, beziehungsweise ich habe es jetzt eben kurz auf den Desktop einfach gepackt, so, und dann habe ich es jetzt hier drin, so. Und hier einen Ton, den wir unten drunter legen können. Jetzt kann ich hier einmal ganz kurz gucken, dass ich jetzt hier zum Beispiel den Anfang, kann ich ein bisschen wegschneiden, wo ich die Kamera hinstelle. Ist vielleicht noch nicht so interessant. Wir nehmen einfach das Lied nochmal und packen es einfach nochmal dahinter. So, dann können wir hier vorne das nämlich dann auch einfach noch mit dran lassen. Machen wir es dann komplett. So, das ist nämlich dann sowieso viel besser. So, da haben wir jetzt einen Übergang gemacht. Da würde ich euch empfehlen, dann einfach, das ist jetzt ganz schlecht gemacht, der Übergang. Also jetzt hier bitte keine... ja, man hört es schon noch ein bisschen, aber ja, ich habe es jetzt einfach so schon mal gemacht. So, wenn ihr das dann quasi fertig bearbeitet habt mit eurem Ton, ich habe jetzt hier den Ton von dem von der Kamera selbst noch mit drin gelassen, damit man dieses Auto auch hört, wie es dann fährt. Und so, ich finde das ein bisschen cool, wenn man das im Hintergrund leicht mit dazu hört. Dann könnt ihr hier einfach auf Datei, Exportieren, Medien und dann wählt ihr hier einfach den H264 Codec aus. Und hier habe ich mir schon auch einfach hier YouTube 360 Grad 4K einen Preset erstellt. Er hat jetzt hier mit 4096 mal 2048. Das ist jetzt hier in dem Fall natürlich nicht richtig. Machen wir einfach mal YouTube 360. Genau, das ist das eigentliche Preset, was ich meinte. Genau, also hier 3840 mal 1920 Frames haben wir hier 30 Frames per Second. Hier ist halt wichtig, dass das Profil, also der Pegel hier auf 5.1 und Profil hoch ausgewählt ist. Genau, hier mit maximaler Tiefe rendern. Und hier unten 50 und 300 ist die maximale Bitrate. Genau, und dann könnten wir jetzt hier quasi einfach auf Exportieren klicken. Wir können aber einfach auch nochmal hergehen, zum Beispiel Auto. Und jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel Auto-Tonwertkorrektur könnte ich hier noch draufpacken, Auto-Kontrast könnte ich draufpacken, Auto-Farbe könnte ich draufpacken und, und. Also wir können hier auch quasi das Video hier nochmal besonders schön dann, sage ich mal, bearbeiten. So, und so haben wir insgesamt ein sehr schönes Bild. Bisschen mehr Kontrast drin, ein bisschen mehr Farbe drin.
ist eine schönes Gesamtbild, wie ich jetzt so finde. Und jetzt, wie gesagt, einmal hergehen, das Ganze natürlich einmal nochmal so speichern, dann hier natürlich exportieren und jetzt halt, wie gesagt, die Einstellung, die ich euch eben gezeigt habe. Ne? Hier unten mit diesen ganzen Einstellungen. So. Und jetzt gehen wir hier vielleicht einfach her und sagen natürlich hier, wie war das nochmal? CADA, beziehungsweise andersrum. Wir machen das Ganze so. Zack. Insta 360. Schreiben wir vorne rein und dann CA. So wird das geschrieben. Kader Sportauto 360 Grad Video. So. 4K. Schreiben wir noch mit dabei. So genauso so nennen wir das jetzt. Wird jetzt hier in MP4 gespeichert. Ne? Und auch hier müssen wir gleich nochmal genau das gleiche mit diesem YouTube-Tool machen, dass wir quasi das drumherum packen. Hier seht ihr aber dann noch einen kleinen Unterschied. Zeige ich euch dann gleich, wenn das fertig gerendert ist. Aber einfach erstmal hier auf Fertig. Dann ihr seht ihr schon 1,2 GB wird diese Datei ungefähr groß sein. Also klicken wir hier einfach auf Exportieren. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und dieses Video werde ich euch dann unten in der Videobeschreibung verlinken. Das wird quasi als separates Video hochgeladen, weil in diesem Video habt ihr quasi einfach nur ein 2D. Also ihr könnt ja quasi nicht jetzt bestimmen, wo ihr hinsehen möchtet. Ihr habt quasi nur das als Sicht, was ich euch jetzt hier vorgebe, was ihr sehen könnt. Jetzt kann ich hier euch mich ein bisschen wieder größer zeigen. Also wenn wir jetzt hier im Grunde genommen einfach nur das Tutorial, ja. Aber die 360-Grad-Video, was wir jetzt gerade rausrendern, das werde ich euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Und zwar mit der Musik jetzt, ne? Weil finde ich einfach schön, dass ich das mit Musik... Wir haben jetzt quasi, ich habe euch eben gezeigt, auch das Ganze, wie man das jetzt ohne extra Musik direkt verwenden kann, so, ne? Und hochladen könnte, die Datei. Das ist jetzt auch im Grunde auch fertig, wenn ich jetzt hier mal im Hintergrund gucke. Ihr seht jetzt hier, diese Datei ist hoch. Muss ich natürlich Ganze euch auch nochmal hier so zeigen. So, hoch. Einmal hier, zack, auf dem Desktop. Ihr seht es, YouTube 360 Grad, Original Sound. Das ist fertig hier soweit, ja. Und hier kann ich jetzt hergehen. Das ist jetzt eine Datei, die kann ich so auf YouTube schon hochladen. Das ist jetzt mit dem Original Sound. Und könnte, ja, das Ganze so jetzt hier, wie gesagt, hochladen. Und ihr könntet dann auch auf YouTube auswählen, wo ihr hinsehen möchtet. Aber hier haben wir das Ganze dann nochmal mit Sound. Das macht natürlich mehr Spaß. Und diese Datei, wie gesagt, das lade ich so auf YouTube hoch und verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit, wo das hier am Rendern ist, kann ich euch ja schon mal was anderes zeigen. Und zwar hier in der Insta360-Software haben wir ja jetzt einmal direkt das 360-Grad-Video rausgemacht. Jetzt wollen wir aber auch das Ganze vielleicht in einem Video verwenden, weil ich möchte ja euch hier am Ende des Videos, beziehungsweise vielleicht habe ich es euch auch schon am Anfang des Videos gezeigt, so ein bisschen als kleinen Einspieler. Am Ende möchte ich euch ja auch nochmal zeigen, möchten wir das Video, was wir jetzt quasi aufgenommen haben, auch wieder mit dieser Musik vielleicht nochmal als normales 2D-Video, sage ich mal. Also es ist ja jetzt kein 3D, aber halt als normale Version, also nicht als 360 Grad. Und dafür gehen wir hier oben auf Free Capture. So, und da können wir nämlich dann auch die ganzen Effekte zum Beispiel mit einbinden. Und das ist eben eine richtig, richtig, richtig coole Sache. So, jetzt gehen wir erstmal einmal her und können jetzt hier erstmal auf Play klicken. Ganz normal, damit wir erstmal so gucken. Okay, das ist jetzt so das Erste, was wir hier sehen. Sieht bis jetzt so eigentlich schon mal ganz in Ordnung aus. Dann fahren wir hier so los. Sieht soweit eigentlich auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt ist aber das Ding, wir können ja jetzt hier auch noch ein bisschen das Ganze verändern vom Blickwinkel her. Ne? Wir könnten zum Beispiel auch hier das Auto so uns angucken oder. Das heißt, wir können jetzt den Anfang lassen wir einfach mal so, wie er jetzt war. Ne? Das heißt, wir haben jetzt quasi hier am Anfang... Ne? Ich habe das Auto in der Hand. Danach setze ich das Auto so hin. Und dann fahre ich einfach so los. Bis hierhin lassen wir es einfach nochmal ganz genau so, wie es ist. Und jetzt habt ihr hier unten links dieses gelbe Symbol. Mark as Keyframe. Da klicken wir jetzt drauf.
Das heißt, bis zu diesem Punkt bleibt es genauso, wie es jetzt ist. Aber ab diesem Punkt ändern wir das Ganze. So, das heißt, wir lassen jetzt noch mal ein bisschen weiterlaufen. Das heißt, bis dahin soll es so bleiben. So, jetzt lassen wir noch mal ein bisschen weiterlaufen. So. Und fangen jetzt bis hierhin, das heißt von hier bis hier, das heißt hier machen wir jetzt den nächsten Keyframe. Jetzt seht ihr diesen gelben Strich sozusagen. Das heißt, ihr habt einen Punkt, ein paar Frames weiter, den nächsten Punkt. Und zwischen diesem Punkt und diesem Punkt soll jetzt im Grunde das Bild sich etwas verändern. Irgendwas in dem Bild soll sich verändern. Zum Beispiel eine Kamerafahrt können wir jetzt machen. Das heißt, wir verändern das Bild von so und gucken jetzt quasi mit der Kamera weiter nach unten. Das heißt, wir ändern das Bild einfach, indem wir jetzt hier bei dem zweiten Keyframe einfach mal etwas nach unten gucken. Gleichzeitig können wir zum Beispiel auch hergehen und können jetzt, ich glaube, hier genau bei Distance können wir hier das Ganze auch noch etwas rauszoomen, wenn wir möchten. Ne, das könnten wir jetzt quasi dann so ein, das wäre jetzt ein Tiny Planet, den wir jetzt damit machen könnten. Ne, mit FOV können wir das Ganze auch noch ein bisschen anpassen zum Beispiel. Aber wir könnten jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen rauszoomen. Ne, aber gehe ich jetzt hier mal wieder auf die normale Geschichte, dass wir wirklich vielleicht einfach nur ein bisschen rauszoomen. Beziehungsweise, nee, 60 ist normal. Ja, komm, lassen wir es erst nochmal normal. Dass wir erst nochmal so bleiben. Ne? Und genau, das haben wir jetzt dann hier quasi geändert. Das heißt, wir haben jetzt hier so normal. Ab hier verändert sich das Ganze. Und jetzt seht ihr, die Kamerafahrt geht jetzt hier Schritt für Schritt immer runter. Das Ganze funktioniert jetzt auch schon relativ flüssig. Zack. Und wir gucken auf das Auto selbst. So. Jetzt können wir das bis hierhin vielleicht auch noch so lassen. Na, hier haben wir vielleicht auch noch eine coole Möglichkeit. Das heißt, wir können jetzt quasi hierher gehen. Und ab hier sehen wir ja im Grunde genommen, sind wir jetzt in das in den Rasen ein bisschen reingefahren. Jetzt sagen wir, okay, bis hierhin soll das Bild noch so bleiben. Ne? Und gehen jetzt hier wieder ein paar Frames weiter. Lassen es ein bisschen zack. Und hier sind wir jetzt dann quasi wieder draußen. Und können jetzt hier zum Beispiel hergehen und können das Bild auch so ein bisschen drehen. Ne? Können das quasi so ein bisschen machen. Und jetzt machen wir was ganz, ganz Cooles. Und zwar gehen wir jetzt hier nochmal her, machen hier nochmal einen Frame. Und jetzt können wir hier, gibt es auch noch so Fertigsachen. Zum Beispiel einmal können wir das jetzt hier zum Beispiel wählen. Da wird quasi dieser, weil die Linse ist ja hier so ein bisschen, fischeiförmig und mit diesem Effekt hier können wir quasi diese Krümmung etwas wegnehmen. Ihr seht, das ist jetzt hier wie von so einer Nummer. Wird zwar außen jetzt dadurch ein bisschen unscharf, aber das können wir damit zum Beispiel einmal wegnehmen, wenn wir möchten. Dann können wir hier auch so eine Kugel zum Beispiel machen, wenn wir das möchten. Wir können hier den Tiny Planet, also das wäre jetzt quasi normal. Und das hier ist dieser Tiny Planet. Diese Tiny Planet finde ich sowas von cool. Nur den Tiny Planet einmal so rum, macht natürlich mehr Sinn. Genau, das können wir jetzt sagen, dass wir das hier möchten. Ich glaube, jetzt haben wir die Drehung auch mit reingespeichert. Müssen wir mal gucken. Ja, es ist mit Drehung jetzt. Das ist natürlich richtig cool. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, zack. Ja, aber warte mal, wollen wir das lieber von vorne? Also wollen wir so rum? Oder wollen wir quasi so rum das Ganze sehen oder wollen wir es so rum sehen? Ne, so rum ist schon besser irgendwie, ne? Mega cool. Und jetzt haben wir quasi ein Auto, was auf einem Tiny Planet rumfährt. Also es sieht jetzt ja so aus, als wäre das quasi ein kleiner Planet. Und ja, so, hier können wir das Ganze vielleicht auch wieder etwas nutzen, wo wir jetzt hier quasi einmal hier wenden und sagen dann hier quasi, okay, bis hierhin soll's. Ne, warte mal. So, und hier fahren wir jetzt quasi zurück. Und hier beim Zurückfahren setzen wir wieder ein Keyframe. Das heißt, von hier, also bis hierhin soll das jetzt so bleiben. So, und zack. Hier, wo wir jetzt dann wieder so weiterfahren, bis hierhin setzen wir dann den anderen Keyframe wieder und sagen dann hier dieses ganz normale Bild. Ne? Vielleicht aber noch so ein bisschen so, dass wir vielleicht hier die Spiegel noch sehen sozusagen und machen das Ganze dann so. Das heißt, hier haben wir dann quasi so ein Reinzoom. Achtung, zack, bam, ja, hat eine richtig, richtig coole, einen richtig coolen Effekt, wie ich finde. So, jetzt können wir hier unten ganz kurz einmal pausieren. Jetzt können wir hier unten noch
ein bisschen das Ganze uns kleiner machen, dass wir hier das Material besser sehen können. Genau, wir könnten jetzt hier so weiter fortfahren. So, und jetzt würde ich sagen, es gibt natürlich nämlich ja nämlich auch andere Möglichkeiten. Und zwar mache ich jetzt hier nochmal einen Keyframe. Und jetzt machen wir bis hierhin, will ich so ein kurzes Dings einmal setzen. Und zwar können wir nämlich hier mit FOV jetzt so richtig übertreiben und das Bild einfach richtig lang ziehen. Dann hat das so ein Geschwindigkeitseffekt. Ne? Wenn ich jetzt hier auch noch dabei Distance ein bisschen rauszoome, müssen wir gucken, wie weit können wir das machen. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Aber so. Ne? Dann hat man so ein rase jetzt Effekt. Also ich will euch ja nur so ein bisschen zeigen, was möglich ist. Ne? Das wird wahrscheinlich zur Musik hinterher dann gar nicht mehr so richtig passen. Aber es ist möglich. So, das wollte ich euch einfach nur mal so zeigen, so ein bisschen. Ja? So, das heißt, wir haben jetzt hier von hier nach da diese Veränderung einfach so. Das heißt so. So, und jetzt sieht es so ein bisschen so aus, als würden wir von hinten, obwohl die Kamera auf dem Auto drauf ist, jetzt sieht es so ein bisschen aus, als würden wir von hinten auf das Auto drauf gucken. Das Ganze, würde ich sagen, machen wir wirklich nur ganz kurz, sonst, weil das ist halt echt ein bisschen komisch. Das machen wir nur bis hierhin. So, und dann von hier bis hier machen wir das Ganze wieder auf normal. Das heißt, hier setzen wir wieder ein Keyframe und nehmen jetzt hier wieder das ganz normale hier in dem Fall. Ne? So ein bisschen vielleicht. Ja, vielleicht so, dass ein bisschen so nach, dass man ein bisschen mehr vom Auto sieht. So. Und ja, gut, Keyframe haben wir schon gesetzt. So. Das heißt, jetzt haben wir hier quasi diese Veränderung auch wieder mit drin. Einmal so weggezoomt sozusagen. Und hier bei der Drehung gehen wir dann einfach wieder so ein bisschen an die Kamera ran. Und ja. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel, während ich an mir vorbeifahre, könnte ich jetzt anfangen und könnte mich selbst so ein bisschen quasi wie so als könnte das Auto als Kamerawagen für mich selbst verwenden. Das heißt, wir werden jetzt mal so ein bisschen auf mich gucken. Schauen wir mal ganz kurz hier. Bis hierhin bleibt es quasi ganz normal. Und dann bin ich jetzt so an mir vorbeigefahren. Und jetzt gehe ich einfach her und ändere, nachdem ich an mir vorbeigefahren bin, ändere ich quasi hier das Bild auf mich selbst so. Vielleicht sogar so, dass man das Auto noch ein bisschen sieht. Dann slidet der so am Auto ein bisschen vorbei. Mache jetzt hier wieder ein Keyframe. Und jetzt achtet mal drauf, was passiert. So. Ja, das ist schon mal richtig, richtig cool. Deswegen würde ich sagen, hier fahren wir ja so an uns vorbei. Das ist erstmal so ganz cool. Und bis hierhin wollen wir dann eine ganze Drehung dann weitermachen und wollen natürlich dann vielleicht hier sogar mit Heckspoiler das Ganze sehen, weil hier der Wald ist vielleicht doch so, ist es doch relativ interessant, glaube ich, weil dann sehen wir gleich den Boden auch ein bisschen. Das heißt, hier machen wir dann diese Bewegung noch. Das heißt, das sieht dann so aus und dann geht es hier weiter. Piu! Ja. Hier müssen wir vielleicht ein bisschen korrigieren, ein bisschen, weil ihr seht, das hat sich hier noch ein bisschen bewegt. Einfach hier nochmal hergehen. Dann geht die Kamerafahrt hier einfach ein Stückchen weiter. Das merkt man dann quasi kaum. So. Und ihr seht, hier ist zwar eigentlich eine Kamerafahrt, aber man sieht es nicht so sehr. So, jetzt fahren wir hier so ein bisschen drüber. Die Bewegung können wir gerne mit drin lassen. Ihr habt gesehen, der Kofferraum vorne, also der Kofferraum, die Motorhaube ist hier aufgesprungen ein bisschen. Das ist auf jeden Fall schon echt sehr cool. Kann man so lassen. Bis hierhin machen wir wieder normal. Und jetzt gehen wir von hier, wenn wir so um die Kurve fahren, so, wollen wir hier quasi wieder die Ansicht ein bisschen ändern, dass wir so nach da hinten gucken. Ja? Also machen wir wieder so hier. Und dann hier wieder ein Keyframe setzen. Und dann hier wieder weiterfahren. Hier dreht das Auto in die Richtung. Also hier würde ich gerne was Cooles machen. Und zwar, bis hierhin fahren wir noch gerade. So. Und hier dreht das Auto gleich nach links und wir drehen die Kamera rechts rum. Und dass die sich vorne sozusagen wieder treffen. Das heißt, hier machen wir einen Keyframe. Das heißt, bis hierhin ist noch die alte Kamera. Und jetzt klicken wir wieder auf Play. So. Bis hierhin fährt die Kamera dann quasi zurück. Das heißt, hier drehen wir quasi einmal so nach hinten, dass wir
wie so eine Rückfahrkamera dann sozusagen haben. Zack. Das heißt, ne, können wir uns angucken. Zack. Und haben, wir sind jetzt so ein Stück quasi dann nach hinten gefahren. Können jetzt hier nochmal so das Ganze vielleicht nochmal ein Keyframe setzen. Das heißt, hier verändert sich das Ganze dann mit. Zack. Komm, gucken wir ruhig ein Stückchen nach hinten. Dann können wir hier auch mal die Kamera so ein bisschen sehen. Vielleicht hier so langsam mal so ein bisschen so schon mal, dass wir schon mal vorbereiten, dass wir nach hier gehen möchten. So, und ab hier, hier setzen wir nochmal ein Keyframe. Zack, und hier hat er sich sowieso schon so ein bisschen gedreht. Das heißt, hier gehen wir dann einmal nochmal so her und gehen quasi auf das Auto erstmal selbst. So, dann haben wir hier schon mal eine coole Drehung mit drin. Zack. Fahren hier einfach nochmal so ein bisschen so lang. Hier wieder Keyframe setzen. So. Und können dann natürlich hier wieder... Oh, ist da der Schmetterling auf den Boden gefallen? Oh, jetzt wollen wir hier mal den Schmetterling vielleicht ein bisschen... Wo waren der jetzt hin? Ein paar Frames weiter vor. So, jetzt können wir hier quasi Schritt für Schritt mal gucken, ob wir den Schmetterling ein bisschen verfolgen können. Machen wir hier quasi einmal ein Frame. Dann etwas weiter. Ich glaube, man... so, noch ein Frame. Wir verfolgen jetzt hier diesen Schmetterling so ein bisschen. Noch ein Frame setzen. Noch ein Frame setzen. Jetzt ist er da. Noch ein Frame setzen. Ich mache immer so, dass das Auto noch ein bisschen mit drauf ist, weil das dann, glaube ich, cooler ist. Ihr habt, glaube ich, gesehen, jetzt haben wir hier sehr viele Keyframes. Weil jetzt ist der Schmetterling leider nicht mehr zu sehen. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine coole Story sozusagen mit auch erzählen. Ne? Das heißt, wir können jetzt hier gucken. Da ist der Schmetterling. Also man sieht richtig jetzt, wie die Kamera das jetzt so... Das geht nur mit 360 Grad sowas. Ne? So, sind wir einmal hier lang gefahren. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob wir noch mal ganz kurz... Ja gut, hier ist das jetzt echt ein bisschen schief so, ne? So. Ich weiß nicht, warum wird das hier noch mal so komisch? Wenn man es hier noch mal so... Dass wir es hier wirklich begradigen, sag ich mal. Das ist ja sonst echt ein bisschen komisch. Also die Kamera dreht sich schon mal so ein bisschen, bevor das Auto sich dreht. Das finde ich eigentlich auch relativ interessant. Und auch, ihr müsst überlegen, obwohl das Auto, das wackelt ja so ein bisschen auf dem Boden. Das ist ja schon recht, recht heftig, sag ich mal, so von der Vibration her. Diese Stabilisierung von der Insta360 ist einfach der Hammer. Wie krass die das einfach ruhig hält. Und jetzt lasse ich einfach, glaube ich, die Kamera so ein bisschen, ne, weil wir haben jetzt am Anfang schon doch sehr viel rumgespielt, finde ich. Und jetzt können wir hier am Ende ein bisschen einfach nur noch genießen, wie das Auto so durch die Gegend fährt. Jetzt fahre ich so unter meinen Beinen durch. Piu! Ja, das ist schon auch doch relativ cool, wie ich finde. Ne? Ich weiß nicht, fahre ich nochmal runter? Ich glaube nicht, oder? Yeah, yeah, yeah! Doch, hier fahre ich, glaube ich, nochmal kurz runter. Genau, weil dann hat man nochmal so ein bisschen wenigstens hier unten, was man da sehen kann, halt ohne, dass ich da jetzt diese Effekte, sage ich mal, mit einspiele. So. So, und jetzt haben wir das Ganze so. Wir fahren noch ein bisschen hier in die Gegend rum. Zack. Und dann hebe ich die Kamera hoch.
und beende hier die Aufnahme. So ist, denke ich mal, doch relativ cool, wie ich finde. Genauso lassen wir es, da ändern wir jetzt gar nichts mehr dran und sagen hier natürlich jetzt einmal noch Export. Wir changen die, wir saven die Changes. Und hier müssen wir jetzt das Ganze in 1920 mal 1080 auswählen. Warum? Der Bildausschnitt, den wir hier haben, wir haben das Ganze zwar in 4K aufgenommen, aber 4K bezieht sich auf die Kugel. Also 4K bezieht sich auf das ganze 360-Grad-Video. Hier haben wir jetzt aber immer nur einen Bildausschnitt, den wir ja quasi sozusagen immer verschoben haben und mit Effekten versehen haben. Dieser Bildausschnitt entspricht Full HD im Grunde genommen. Wenn ihr in 4K aufnehmt, beziehungsweise auch in 5,7K aufnehmt, dann, und ihr macht solch eine Bearbeitung, dann ist das hier Full HD. Natürlich bei 5,7K bekommt ihr hier in Full HD eine etwas bessere Auflösung, wie wenn ihr das Ganze vorher in 4,7K auflöst. Das ist gar keine Frage. Aber was hier vielleicht noch wichtig ist, 100 auszuwählen, ne? Weil hier leider 150 geht nicht, ja? Dann könnt ihr nur 15. Also hier 100 ist das Maximum der Bitrate, die wir hier auswählen können. Einfach 100 reinschreiben, ihr könnt hier nichts auswählen. Ne? Und File nehmen. Ja, mache ich jetzt hier einfach mal weg. Und zwar nenne ich das jetzt hier Kada, weil so heißt das Auto. Kada, Kada 360 normal. So, dass man halt weiß, dass es jetzt halt, oder beziehungsweise nicht normal, sondern Frame, ne? Weil wir nur ein Frame, also einen Bildausschnitt sozusagen haben. Das Ganze soll hier auf den Desktop gespeichert werden, wird hier etwa 2,4 GB haben. Wir klicken auf OK und ihr seht hier die andere Datei, sieht man hier noch, die ist auch, ne, jetzt haben wir 2,4 GB und die alte andere Datei hatte 3,5 GB fast. Hat einfach den Grund, dass bei dem anderen natürlich die gesamte Bildinformation mit drin war und hier lassen wir jetzt einen Teil der Bildinformation halt immer raus. Ungefähr 3/3 lassen wir weg, aber trotzdem haben wir doch eine relativ große Datei. Aber wir lassen ungefähr 3/3 weg, weil 4K haben wir aufgenommen. 4K ist quasi das Vierfache von HD. Wir rendern jetzt aber in HD, das heißt, wir haben quasi nicht mehr 4-mal HD, sondern nur noch 1-mal HD. Das heißt, 3-mal HD lassen wir jetzt im Grunde genommen weg. So, aber die Datei ist dennoch 2,4 GB, das heißt, wir haben 1 GB gespart ungefähr. So, das rendert jetzt auch wesentlich schneller, wie man sieht hier. Sind jetzt hier schon bei 18% und schauen wir mal ganz kurz hier bei Premiere. Ja, das dauert natürlich hier ein bisschen länger zu rendern. Ihr seht jetzt hier, 4,5 Stunden dauert das Ganze jetzt hier noch zu rendern. Also, ja, das wird ein bisschen dauern. Deswegen ist gut, dass wir schon das andere vorbereitet haben. Ne? Also das hier, ich zeige es euch ganz kurz nochmal. Huch, nee, nicht das. Dann ist gut, dass wir diese Videodatei hier schon mal vorbereitet haben, denn dann kann ich euch jetzt hier trotzdem schon mal zeigen, wie man das Ganze dann auf YouTube hochlädt, denn das Ganze ist relativ easy, ihr geht einfach auf YouTube drauf, auf euren YouTube-Kanal, loggt euch natürlich ein, wählt dann hier einfach Video hochladen aus, geht dann hier auf Upload, wählt hier auf dem Desktop eure Datei aus, in dem Fall ist das ja hier YouTube 360 Grad Original. Wählt das jetzt hier aus. Das ist jetzt natürlich die Datei ohne die Musik dabei. Ne? Aber ich werde das nach, wenn das fertig gerendert ist mit der Musik, werde ich euch diese Datei hochladen. Ich wollte es euch jetzt hier nur mal ganz kurz zeigen. Ihr wählt einfach nur diese Datei aus, macht hier euren Titel, macht eure Videobeschreibung, macht eure Tags. Könnt hier vielleicht am besten erstmal auf nicht gelistet stellen und ladet das Ganze dann hoch. Warum? Das Ganze dauert etwas länger. Also wenn ihr am Anfang das Video jetzt hochladet, werdet ihr noch nicht sofort ein 360-Grad-Video haben, was perfekt so funktioniert und was schon diese Auflösung hat, sondern das kann auch mal ein, zwei Tage dauern tatsächlich. Deswegen ladet es als nicht gelistet hoch, klickt dann hier einfach auf Fertig. Und dann seht ihr gleich, dass wenn das, beziehungsweise spätestens nach dem Upload, zieht sich das Ganze klein, wenn dann da so Verarbeiten steht und so. Und genau so sieht das dann aus. Es zieht sich halt eben so klein. Und ihr wartet dann, bis es fertig hochgeladen ist. Und wie gesagt, auf nicht gelistet. Und dann guckt ihr einfach nochmal einen Tag später. Also wartet, bis es fertig hochgeladen ist. Und wenn es dann fertig hochgeladen ist, guckt ihr einen Tag später nochmal rein. Und guckt, ob ihr dann 4K... beziehungsweise vielleicht auch 5,7K, falls ihr das ausgewählt habt, dort anklicken könnt
Und dann könnt ihr das Video einfach auf öffentlich stellen und dann funktioniert das Ganze auch so. Ne? Und im Grunde genommen war es das schon. Also so ladet ihr quasi das ganz normale 360-Grad-Video hoch. Und hier sind wir jetzt auch gleich fertig mit dem Rendern. Ne? Und das Videomaterial, was dann quasi hier rauskommt, das könnt ihr ganz normal in eurem Videobearbeitungsprogramm, wie jetzt hier in meinem Fall Premiere, ja, könnt ihr diese Datei einfach zack, drag and drop hier reinpacken, ne, in eure Timeline reinpacken, könnt dann da Musik drunter packen und seht natürlich dann auch, kann ich das jetzt mit diesem Video hier reinschneiden und das werde ich auch gleich tun, aber wie gesagt, ihr könnt es dann einfach hier ganz normal reinpacken und auch wieder mit Effekten, mit bisschen Color Correction oder bisschen mehr Kontrast oder könnt ihr einfach darauf anwenden, könnt natürlich auch Cuts ganz normal setzen, also könnt es noch schneiden, wie ihr möchtet. Ja, das war es im Grunde genommen schon. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz die Aufnahme, die jetzt gerade hier noch am Rendern ist. Bisschen mit Musik und hinterlegt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch jetzt gerade nochmal schön gefallen und in diesem Sinne würde ich ganz klar sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat als Tutorial, wenn ihr jetzt endlich wisst, wie ihr 360 Grad Videomaterial so bearbeiten könnt, dass es genau das tut, was ihr wollt, zum Beispiel entweder
dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, das, den Bildausschnitt frei zu wählen. Oder halt einfach, dass ihr wirklich aktiv hergeht und sagt, okay, ich möchte von den 360-Grad-Aufnahmen meinem Zuschauer jetzt gerade genau das zeigen, wie wir das zum Beispiel gemacht haben mit dem Schmetterling, einfach mit dem Verfolgen. Ist eine richtig coole Sache, wie ich finde. Und ihr wisst jetzt, wie das Ganze geht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, was ihr am interessantesten fandet oder ob ihr damit jetzt, ob euch damit weitergeholfen ist. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback gebt, wenn ich euch geholfen habe. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und gebt mir weiterhin hier die Möglichkeit, auf YouTube durchzuziehen und wirklich einfach euch mit Tutorials zu beliefern, euch mit Reviews zu beliefern. Ich mache ja ganz gerne hier diese ganzen Reviews zu den verschiedensten Technik-Sachen. Schaut euch gerne auf meinem Kanal noch weiter um, falls ihr das noch nicht getan habt, falls das das erste Video ist, was ihr jetzt hier von mir gesehen habt. Und ich mache eine ganze Menge Reviews zu verschiedensten Technik-Sachen, weil ich da echt mega Interesse dran habe. Und wie gesagt, Support ist kein Mord. Ich würde mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.